Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Urago und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Borderlands The Pre-Sequel und haben wir gleich ein kleines Sauerstoffgrundproblem hier. Und da hat einer zum Glück was fallen lassen, was uns gefällt, weil das hilft uns weiter. Oh, wir werden versuchen, mal eine Granate hier. Dankeschön. Du bist ja irre. Und zwar ziemlich irre. Und wir sollten mal gucken, ob wir hier reinkommen. Ho, ho, ho. Oh. Und da gehen wir down. Ist aber nicht so weiter wild. Weil du erst die Es kann doch nicht sein. Kannst du mal nachladen? Wir kriegen die sich auf die Reihe zu feuern. Ah, das Ding hat einfach zu langsam gefeuert. Ich hoffe mal nicht, dass wir den ganzen Weg jetzt normal laufen müssen. Wäre ja geil, wenn die Folge damit anfängt, dass wir den ganzen Weg normal laufen. Nee, huh, Schwein gab, da haben wir uns doch zum Glück hier richtig hingerettet. Lustige Taktik. Da, komm mal her, mein Freund hier. So. Alle klar, da können wir noch ein bisschen Sauerstoff hier einsammeln. Das war ein bisschen heftiger als erwartet. So, was sagt denn das Dial? Ah, da sollten wir vielleicht rein. Kommt man eigentlich hier so rein? Nein, kommt man nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich eher darauf. Okay. Irgendwie müssen wir da oben kommen. Um da ein bisschen Sendemagic zu machen. Okay. Na, pam und weg. So, auch weg. Alles klar. Ah, da hat eine Kiste zum Öffnen. Da öffnen wir die Kiste ja mal. Du, mein Freund, auch weg. Oder hinten ist auch noch einer. Haben wir da mal für Ordnung gesorgt. Ah, da kommen wir nicht weiter. Aha, interessant. Moderne Kunst sozusagen. Da ist ein Sprungpad und hier, das sieht so nach Mitte hier rauf und rauf sozusagen. Aha. Okay, da mal eine Sendestation, an die müssen wir schnellstartig ran. Und damit haben wir dann die erste Sache erfüllt. Wenn du Thorstens Schicksal informiert hast, Kammerjäger. Dafür gebührt dir mein Respekt. Aber verschonen werde ich dich deshalb nicht. Okay. Sobald sie den Colonel über meinen Tod informiert haben, will ich, dass sie mich rächen. Anscheinend stürmt Squad, Deadlifts Lieutenant, gerade mein Schiff. Ich wäre ihnen sehr dankbar, wenn sie ihn für mich finden und töten. Finden und töten, alles klar. Second and Destroy sozusagen. Wir werden mal hier, gehen nochmal hier ein bisschen abwerfen. Fallen lassen. Und die würde ich dann auch fallen lassen. Da würde ich nämlich lieber die da mitnehmen. Eine würde ich die mitnehmen und die andere. Aber ist ja nicht so, dass. Was haben wir hier? Ah, hier haben wir was eingesammelt. Auch nicht schlecht. Und weg damit, fallen lassen. Und eine würde ich so oben mitnehmen. So. Das ist nicht schlimm, weil wir haben ja einen Plan. Das war knapp, muss man schon sagen.
So, wo müssen wir denn eigentlich jetzt hin? Töte Squad, töte ihn. Alles klar. Wir können noch mal reingucken in die Aufgaben, ob wir da nicht in der Aufgabe haben, was näher ist, zum Beispiel die da. Die befindet sich nämlich dann dort. Und diese Aufgabe, letzter Wille, befindet sich da. Ich gehe dann erstmal lieber dahin. Einfach weil das näher ist. Bam. Das kann doch nicht sein, dass wir hier den Knick reinkriegen, ja. Okay, die muss ich mal schnell einsammeln hier. Okay. Teufel, ich kann ihn hören. Okay, letzte Bitte. Sie müssen einen Typen namens Nell finden. Einmal von oben. Ich muss aber einen Typen finden, der da Sauerstoff heißt. Und der reizig rumliegt. Hier lag eine Kanone rum, die ist nicht so schön, wie das, was wir haben. So. Okay, du auch weg. Wir sorgen aber für Arbeitsfreiheit hier. So, du da auch weg. So. Jetzt mal hier gucken, ob wir die Flaschen eins gesammelt kriegen. Ich hasse diese Sprungpads. Die sind immer so unberechenbar. Okay, Sauerstoff eingesammelt. Da waren noch die Verkaufsautomaten, waren ja auch noch gewesen. So, wo zeigt das Ding dahin? Wir wollen aber dann doch ja, der Hauptmission folgen. Ja. Weil die ist dann da drüben und deutlich näher. Und weg ist er. Dankeschön. Einsammeln und hier ein bisschen aufladen. So. Schickes Ambiente schon, aber die komische Schwerkraft ist schon ganz putzig. Viel mal interessant, wie die Dinger öffnen. Dann mal so plopp, plopp. Okay. Ja, genau, diese Stationen, das sieht doch ganz nach Scooter aus. Gehört die kleine Schwester von Scooter sozusagen sein. Oh, benutzen wir das Ganze? Ignorier das. Tritt sie ein. Okay. Alles klar. Schnapp dir jetzt ein Fahrzeug und komm zurück. Wenn du dabei ein paar Kragons killen willst, ich möchte so eine Art Leichenschmuck aus ihnen machen. Dann mach du mal Leichenschmuck, ich mach erstmal hier so ein bisschen einkaufen. Munition kaufen. Oh, sieht gut aus, genau. Und ein bisschen was verkaufen. Persönlicher Gegenstand, nee. Verkaufen wir nochmal die Dinger nach Wert hier. Auch weg hier. 14, da wollen wir gar nicht drüber reden. 19. Einfach weg, was keine Miete zahlt. Wobei, das ist ja hocheffektiv gegen Schilder, eine Elektrowaffe. Mit Schaden 8 war die wirklich der Brüller. Ein bisschen was verkauft. Okay, schöne Dick, super. Ob wir die auch noch kennenlernen? So, Fahrzeug. Okay. Die Rocket-Variante. Mondfahrzeug gibt es noch andere. Aber das andere ist das Design. Und zum Fahrzeug teleportieren. Säure mit der Maus in die Blickrichtung fährt es vorwärts. W und mit S drücke F für den Boost. G für einen Powerslide.
1 und 2 abfeuern der Waffe C, um Plätze zu wechseln, eh um das Fahrzeug zu verlassen. Ich hab was, das dich nach Concordia reinbringt. Vielleicht findest du dort ein Signal und ihr kommt wieder auf eure blöde Riesenraumstation. So, sollen wir mal gucken, ob wir nicht an der Ecke noch etwas anderes tun können, zum Beispiel das da. Und wohin jetzt? Okay. Oh, wo soll ich hier noch was jemanden töten? Okay. Wahrscheinlich muss ich dafür oben rein. Alle klar. Okay. So, da sollten wir vielleicht mal nach da oben gehen. Ja. Das ist schön, ich will ein Fahrzeug wechseln. Ah, interessantes Feuerwerk. So, dann gehen wir nach oben. Dann müssen wir wahrscheinlich ein bisschen weiter gehen. Ah ja, da oben. Halalala. Das war aber deutlich zu hoch. Und dann müssen wir wahrscheinlich... Ah, Mel. Finde Mel. Mal gucken, was Mel... Mel, Nell. Ach, Nell heißt der. Sagen Sie ihm, er ist ein Arsch. Okay. Der tote Typ sagt, dass du ein Arschloch bist. Ich glaube... Nee, alles klar. Das war das. Tut mir leid. Ich würde Sie gerne belohnen, aber Sie wissen ja, ich bin tot. Trotzdem, danke. Kammerjäger, ich möchte dir danken, dass du Captain Thorsons letzten Willen erfüllt hast. Komm zu den folgenden Koordinaten. Alles klar. Folgende Koordinaten sind zugleich auch noch da drüben. Okay. Weiß nicht, ob ich da wirklich hin will. Müsste denn hier irgendwo sein? Die Frage ist, ist das oben oder unten? Tja, der sieht auch lustig eingepackt aus. Okay. Ich habe eher die Vermutung, wir müssen da eher so hier lang hoch. Alles klar. Schnapp dir deine Beute, Mel, ehrlich. Freundlichkeit ist doch irgendein... Mal ehrlich. Freundlichkeit ist doch irgendein Lohn, haha. Versuch mal, das zu sagen, ohne die Miene zu verziehen. Beute ist tausendmal besser. Deine Männer haben diese Waffen vor Monaten versteckt. Du kannst sie behalten, bis ich sie dir wieder abnehme. Alles klar. Okay, hallo, Sauerstoff. Sauerstoff! Das ist super. Die Frage, ah, da haben wir Sauerstoff. Also ohne Sauerstoff können wir nicht fliegen. Uiuiui, das war eine knappe Geschichte. Aber wir wissen, wo wir hin müssen. Rauf hier. Und dann geht es dann da weiter. So, dann dorthin. Rein in den Container hier. Gibt es irgendwas Spannendes? Eigentlich nicht wirklich. Haben wir genug davon? Oh, 37 können wir mal mitnehmen hier. Der Rest ist alles zwar nett, aber mehr auch nicht. Es geht schon wieder super los, Haufen Loot, was nichts bringt. So, alle klappen. Damit haben wir die erste Nebenquest auch erfüllt. Okay. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Hey, du hast überlebt! Ich habe mir gerade selbst einen High Five gegeben. Sie suchen mich. Ich muss also Funkstelle wahren. Finde das Störsignal, stelle es ab und komm wieder auf die Helios. Du bist ja gut. Alles klar. Misha, ich höre, du hast 6 Banditencamps und ein Landkloster ausgeraubt. Stimmt das? Weiß ich nicht, ich bin gerade tot.
Okay, auf ein neues. Fahrzeug spawnen, Fahrzeug rein und ab geht es. Es wird mal wissen, wo wir hin müssen. Und wir brauchen den Boost. Um darüber zu kommen. Oh ja, ja. Aber wir sind rüber. Zwar nicht schön, aber wir sind rüber. Alles klar. So, damit reisen wir zurück nach Serenity's Waste. Lustig funkelnde Kanone. Und da geht es dann auch beim nächsten Mal weiter. Bei der schönen funkelnden Kanone. Nein, bei der Obertron sozusagen. Hol das Obertron, das ist die nächste Aufgabe. Und da machen wir dann weiter. Jetzt machen wir aber bei einem anderen weiter. Und zwar bei dem, was jetzt kommt. Und zwar der Endcard. Das hier am Ende ist die Endcard. Auf der schicken Endcard gibt es wie meine Videoempfehlung. Diesmal Call of Juarez, The Bounded and Blood. Das ist die Junkbar-Ausgabe, das heißt unter 5 Euro im Wilden Westen mit dem Cole McCall-Bruder. Was da so passiert, eine spannende Geschichte, das erfahrt ihr nur, wenn ihr euch anguckt. Die Junkbox-Ausgabe von Call of Juarez, The Bounded and Blood. Wenn euch ihr Bock habt und gefällt das Borderlands Co., dann abonniert doch einfach den Kanal, weil hier geht es dann auch weiter. Dann verpasst ihr keine Folgen mehr. Social Media, Kram, Google Plus und Facebook. Das ist auch ganz wichtig, gerade Facebook und Twitter läuft viel Infos. Solltet ihr dann nur einen Link zu URL da unten in der Videobeschreibung. Genau da, wo auch der Kommentarbereich ist, der dann gefüllt werden. Schreibt mir nette Dinge rein. Ich antworte auf alles, was geht. Toll, auch wenn ihr schicke taktische Tricks habt für Borderlands The Pre-Sequel. Das war's jetzt auch von mir. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir Daumen nach oben. Wenn nicht, Daumen nach unten ist auch okay, denn ich bin Mac Burago und sag Servus und Ade.